Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Es geht heute unter anderem um Auslieferungszahlen und das Thema KI wird uns auch mal wieder beschäftigen. An meiner Seite natürlich Alfred Maidon. Hi. Hallo. Wir starten mal mit dem Blick auf den Gesamtmarkt. Wir sehen gleich den Nasdaq 100 zunächst eingeblendet. Gestern wieder angestiegen, ganz knapp am neuen Allzeithoch vorbeigeschrammt. Ja. Aber ja. Es hat nicht viel gefehlt, glaube ich, zwischenzeitlich. Nicht gestern über 20.000, aber... Ja. Ich glaube auch, eigentlich der Schlusskurs war über 20.000. Ja, irgendwie, das passt jetzt hier nicht so ganz. Also ich glaube schon, dass wir auf einem Höchststand geschlossen haben, meines Wissens. Aber wie auch immer, auf jeden Fall gestern wieder ein erfreulicher Markt. Viele Tech-Aktien, sehen wir auch gleich noch, sind auf neue Rekordstände gestiegen. Dann der Kursanstieg von Tesla. Also alles... Ja, im grünen Bereich. Und das Gute ist, dass das Ganze, ich will nicht sagen mit Angst passiert, aber mit einer ordentlichen Portion Zurückhaltung. Euphorie ist nicht zu verspüren. Im Gegenteil, es wird vielfach jetzt gewarnt vor zu hohen Kursen. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen und deutet darauf hin, dass die Rallye weitergeht, dass wir vielleicht eine richtige Sommerrallye bekommen. Viel wird davon abhängen, wie dann die Quartalszahlen werden. Die Saison beginnt jetzt gerade wieder fürs zweite Quartal. Also grundsätzlich, alles sieht sehr gut aus. Du hast auch noch den Nasdaq Composite mitgebracht. Werden denn die Technologiewerte auch wieder wahrscheinlich die Standardwerte outperformen, auch im jetzt es neuen Quartal? Es deutet vieles darauf hin, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Tatsächlich haben wir den Nasdaq 100 gesehen, der ist hier fokussiert auf die großen Werte. Und hier nochmal der breite Nasdaq. Der hat gestern erstmals über 18.000 Punkten geschlossen. Und wie man hier sieht, wir haben immer Anstiege, dann geht es ein bisschen seitwärts, dann gibt es den nächsten Schub. Jetzt haben wir wieder so eine Seitwärtsphase gehabt. Und jetzt spricht eigentlich vieles dafür, dass wir diese Formation nach oben auflösen. Wie gesagt, Ergebnisse kommen, die werden sehr wahrscheinlich gut ausfallen. Dann haben wir noch die Zinssenkungsfantasie, die vielleicht wieder ein bisschen stärker wird sogar. Und das könnte doch einiges nach oben noch bewegen. Einer der stärksten Technologiewerte, das ist gerade schon angesprochen, war gestern Tesla. Man hat Auslieferungszahlen für den Juni. Schön, dass du Technologiewert sagst. Ja. KI verwendet. Das ist eine Autoaktie. Ja, ja gut, sage ich auch manchmal, aber dann korrigiere ich mich doch wieder so beim Kopf. Wir sehen den starken Anstieg. Es waren, die Zahlen waren eigentlich schlechter als vor einem Jahr, aber sie waren deutlich schlechter erwartet worden. Genau, das ist ja ganz oft so. Also erstmal muss man sagen, wir hatten ja ohnehin schon eine sehr positive Tendenz vor den Zahlen. Die Aktie hat ordentlich zugelegt, aufgrund vor allen Dingen der KI-Fantasie und der Robotaxi-Fantasie. Da gibt es ja am 8. August die Präsentation. Aber natürlich, und das war auch so der Grund, warum die Aktie gestern so stark gestiegen ist, haben dann viele gesagt, ja, die Fantasie ist ja schön und gut, aber die Realität ist das Autogeschäft. Und da hat man doch sehr schwache Zahlen erwartet, deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Ich glaube, die Erwartungen lagen so bei 436.000, gingen runter bis 420.000, 415.000 Autos nur. Und am Ende waren es 444.000. Das war jetzt nicht viel mehr als die Prognose, aber man hatte doch insgeheim, hatten viele gehofft auch, dass die Zahlen schlecht werden, dass die Aktie auch wieder runterkommt, dem war nicht so. Und ja, dann ging es eben doch gestern um 10% nach oben, eine sehr deutliche Reaktion. Hier sieht man es nochmal sehr deutlich, die Quartalszahlen zurück bis 2020. Wir hatten einen sehr schönen Anstieg, aber so seit 2023 stagniert es. Und man sieht es hier, das war das Vorjahr, das zweite Quartal und hier das zweite Quartal 2024. Hier sieht man diesen Rückgang. Und wir hatten ja schon im ersten Quartal auch schon einen Rückgang, sogar noch einen deutlicheren. Aber man sieht auch immerhin, das zweite Quartal ist deutlich besser gelaufen als das erste. Und ganz im Ernst, man kann ja auch keine Wunderdinge erwarten. Tesla fehlt es einfach an neuen Modellen. Da wird es frühestens erst wieder zweites Halbjahr 2025 was Neues geben. Aber das ist ja auch gar nicht mehr so im Fokus. Im Fokus steht vollkommen zu Recht, finde ich, das Thema Robotaxi, autonomes Fahren. Und das treibt den Kurs. Und dieses Störfeuer, was einige erwartet hatten mit den schwachen Zahlen, das ist jetzt ausgeblieben. Und ja, das ist die Reaktion darauf. Und es spricht nichts dagegen, dass sich das fortsetzt, zumindest erstmal bis in den Bereich 250. Da waren wir Anfang des Jahres mal. Da können wir jetzt relativ zügig hinlaufen. Wir haben ja vorgestern auch schon deutliche Zugewinne gesehen. Also gestern war nochmal so nochmal ein deutlicher Push, aber ich glaube, vorgestern waren es auch schon 6% oder so. Genau, das war eigentlich vollkommen ohne Grund.
Es sei denn, eben wie angesprochen, KI, Robotaxi-Fantasie. Mhm. Aber das gibt es ja eigentlich schon länger. Aber wie es halt so ist, wenn dann eine Aktie erstmal ins Laufen kommt, dann fällt es anderen auch ein. Ach Mensch, da war ja noch was. Tesla gibt es ja auch noch. Wurde so ein bisschen vernachlässigt im ersten Halbjahr. Jetzt ist sie zurück. Da ist noch Zahlen zum Ende. Genau, das, gestern wurde auch noch veröffentlicht. Tesla veröffentlicht mittlerweile auch immer die Zahl Gigawattstunden an stationären Speichern, wie viel man da verkauft hat. Und da gab es gestern mit, ich glaube, 9.400 Megawatt sind 9,4 Gigawatt. 9,4 war nicht nur ein neuer Rekord, sondern man sieht es hier, fast eine Verdopplung oder mehr als eine Verdopplung gegenüber dem ersten Quartal. Und das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Klar, der Geschäftsbereich ist jetzt noch längst nicht so groß wie der Autobereich. Er wird wahrscheinlich eines Tages so groß sein, aber das hatten viele auch so ein bisschen vergessen, dass Tesla ja auch noch Batteriespeicher macht. Gerade die Megapacks, die großen Batteriespeicher für große Solaranlagen, da geht es richtig rund. Man denkt halt doch immer in allererster Front an die Autos, ja. Aber so langsam, ne, wird das genau aufgeweicht. Dann schauen wir auf BYD, apropos Autos. Da gibt es auch Auslieferungszahlen für den Juni und der Rekord aus dem Dezember wurde eingestellt. Genau, wenn auch nur ganz knapp. Ich glaube, ein paar hundert Autos mehr hat man verkauft. Aber das ist trotzdem gut, weil der Dezember ja immer ein sehr starker Monat ist. Vielleicht sehen wir die Zahlen gleich nochmal. Da sieht man es, Dezember immer ein starker Monat. Das war im letzten Jahr auch schon so. Dann gab es diesen Einbruch im Januar. Dies Jahr gab es einen starken Einbruch, Januar, Februar. Aber jetzt sind wir tatsächlich hier wieder auf dem Höchstwert. Was, wie gesagt, für den jetzigen Zeitpunkt schon relativ früh ist. Und ja, man sieht hier sehr deutlich auch, das sind die Umsätze oder die Absätze von den anderen auch im Monat Juni in China, Elektroautos. Wie dominant BYD ist mit 340.000 verkauften Autos, Tesla auf Platz 2 schon mit einem gehörigen Abstand bei 71.000. Ja, und dann sieht man, wenn man sich diese Liste mal so anschaut, dass die Chinesen den Markt absolut dominieren. Der erste Nicht-Chinese ist dann irgendwann, glaube ich, kommt Volkswagen. Ist gar nicht mehr unter den Top 10 dabei. Und Xiaomi übrigens auch immerhin ein Achtungserfolg mit 11.000 Autos. Ja, aber BYD, da kommt einfach keiner ran. Jetzt haben wir hier einen Strich und einen Punkt. Man sieht das Kursziel. Genau, mein Kursziel ist eher 50 Euro. Das ist dann eher da oben am Bildschirmrand. Also von jetzt ab fast eine Verdopplung. Da gehört die Aktie eigentlich auch hin. Die Bewertung ist wirklich abenteuerlich niedrig. Ich glaube, das KGV liegt jetzt bei 12, 13, sowas in dem Bereich. Das ist ja deutlich zu wenig für eine Firma, die doch noch rasant wächst im Vergleich zu vielen anderen Autowerten. Wie bei dir würde ich sagen, ist noch ein Autowert, auch wenn man selber natürlich auch im Bereich autonomes Fahren unterwegs ist, aber nicht so weit ist wie Tesla. Sicherlich nicht. Apropos wieder Tesla, da sind wir noch im Vergleich zwischen beiden. Direkten Vergleich und das sind jetzt die Absätze der sogenannten NEVs. Das ist übrigens auch ganz interessant. BYD macht ja Werbung bei der Europameisterschaft und man bewirbt NEVs. Da steht dann the number one in NEV. 90% der Zuschauer wissen dann wahrscheinlich nicht, was das ist. Genau, keiner weiß, was es ist. NEV ist ein Begriff, den hauptsächlich in China verwendet wird, steht für New Energy Vehicle, sind also alle Autos, die einen neuen Antrieb haben, also alles außerhalb von Benzin oder Diesel, sprich Batterie, Wasserstoff, Plug-in-Hybride zählen auch dazu und das sind tatsächlich jetzt die Absatzzahlen von BYD in Orange, Plug-in-Hybride und Elektroautos. Das teilt sich auf. Mittlerweile verkauft BYD sogar mehr Plug-in-Hybride als Elektroautos. Und das sind die Quartalszahlen. Da hat man einen neuen Rekord auch erreicht im zweiten Quartal. Und mit fast 1 Million im Quartal ist man mehr als doppelt so gut wie Tesla, die nur etwas, wie gesagt, haben wir gerade gesehen, 444.000 im zweiten Quartal hatten. Aber rein elektrisch hat Tesla noch ganz knapp die Nase vorn. BYD war einmal ganz kurz im vierten Quartal letztes Jahr vor Tesla und jetzt ist man ganz knapp dahinter. Also rein elektrisch ist Tesla immer noch die Nummer 1 der Welt. Aber ja, das wird nicht lange dauern, da wird BYD auch da vorne sein. Denn tatsächlich in den nächsten Quartalen wird BYD sicherlich noch ordentlich zulegen können, während bei Tesla wahrscheinlich noch die nächsten Quartale mit einer Stagnation gerechnet werden muss. Da haben wir aber nicht so eine starke positive Reaktion auf die Auslieferungszahlen gesehen. Nein, eigentlich sogar gar keine. Es ist überhaupt nichts passiert. Schwer zu sagen. Vielleicht hätte man insgeheim sogar noch ein bisschen mehr gehofft. Aber der Unterschied ist ganz einfach, bei Tesla gibt es immer eine Prognose, eine Erwartung. Die gibt es bei BYD nicht. Da kommen die Zahlen raus und keiner weiß, was jetzt besser oder schlechter als erwartet. Das muss dann jeder selber einordnen. Ich fand die Zahlen gut. Wie gesagt, sie hätten noch besser sein können, aber
ja, auch der Sommer könnte wärmer sein. Definitiv. Aber da wird, glaube ich, jeder zustimmen. Gut. Bei Porsche kann man wahrscheinlich auch nur eine Meinung vertreten. Na gut, nicht nur, aber hauptsächlich sieht es momentan eher schlecht aus. Allzeit-Tief gestern. Ja, das ist wirklich schlecht. Gut, die Aktie gibt es ja noch nicht so lange, aber trotzdem, das ist schon ordentlich. Wir sind jetzt nur noch bei 70 Euro von deutlich über 100. Und das hat auch Gründe tatsächlich, denn ja, die Verkaufszahlen sehen nicht so gut aus. Dann kam heute noch die Meldung, das habe ich gerade eben noch gelesen, dass der Taycan, dass die Produktion in Stuttgart gedrosselt wird. Und zwar, das ist eigentlich schon erstaunlich, weil es gibt ja gerade erst die neuen Modelle. Das gab ja eine Auffrischung, mehr Reichweite, mehr Leistung, höhere Ladegeschwindigkeit, eigentlich alles gute Sachen. Aber offenbar verkauft sich der Taycan doch nicht mehr so gut. Wir hatten ja im ersten Quartal einen recht kräftigen Einbruch, weil sich offenbar einige Käufer zurückgehalten haben wegen des neuen Modells. Aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich läuft es doch nicht so gut wie gedacht. Ja, und Porsche hat das Problem, dass dieses Jahr Umsatz und Gewinn nicht nur stagnieren, sondern wahrscheinlich sogar leicht rückläufig sein werden. Und dann erwartet man wieder ein bisschen Besserung. Da habe ich, glaube ich, auch noch eine Grafik mit dabei. Das, ja, hier sieht man es. Wir haben, das war 2023, in diesem Jahr geht der Umsatz leicht zurück. Die Marge kommt deutlich zurück, was dann auch zu niedrigen Gewinnen führt. Und dann soll es wieder ein bisschen bergauf gehen, aber das ist halt kein richtiges Wachstum. Und dafür ist die Bewertung von Porsche immer noch recht sportlich, passt ja auch. Aber ich finde Porsche immer noch nicht günstig. Und das nächste Problem ist, das größte oder das beste Modell, der Macan, den gibt es ja in Deutschland nur noch elektrisch, der ist deutlich teurer geworden als der Benziner. Und in den USA, da gibt es noch beide Modelle, da ist es so, dass man für den Elektro-Macan 40% mehr zahlen muss als für den Benziner. Und ich glaube nicht, dass da viele Amerikaner bereit sind, das zu bezahlen. Das ist ja ohnehin das Problem der meisten Anbieter, dass Elektroautos einfach immer noch viel zu teuer sind. Niemand zahlt 40% mehr für ein Elektroauto. Wenn es den gleichen Preis hätte, würde man sich's überlegen. Aber eigentlich, so wie in China, müssen Elektroautos sogar günstiger sein als Verbrenner. Ja, und solange das die Deutschen nicht hinbekommen, wird es auch schlecht aussehen mit den Verkaufszahlen, gerade in China, wobei für Porsche jetzt der chinesische Markt nicht so wichtig ist. Gestern hat die UBS das Kursziel gesenkt, ist auch mit einem Grund für den Kursrückgang, sagt aber dennoch kaufen. Würdest du jetzt nicht wirklich zustimmen? Nein, würde ich nicht zustimmen. Also klar, es gibt jetzt viele, die argumentieren, ja Mensch, die Aktie war doch mal weit über 100, jetzt ist sie nur noch bei 70, das ist doch ein klarer Kauf. Ja, das ist die Frage. Einige haben gesagt, wie ich zum Beispiel, über 100 ist Porsche viel zu teuer. Und ja, manche sagen, jetzt ist es bei 70 günstig. Fakt ist, sie haben, glaube ich, ein KGV von 12, 13. Das ist vergleichsweise günstig für Porsche, aber ohne Wachstum ist auch das KGV zu hoch. Gut, dann schauen wir auf das nächste Unternehmen, auf Nvidia. Ich habe lustigerweise so Fun-Fact-mäßig gelesen, bei Interbrand, die haben eine Erhebung gemacht der besten globalen Marken nach Markenbekanntheit, Wichtigkeit der Marke, da ist man nicht mal in den Top 100 tatsächlich. Also ganz viele, der Autonormalbürger. Aber das muss dann schon ein bisschen länger her sein. 2023, also für dieses, aber auch da war Nvidia bei uns auf jeden Fall schon. Ja, aber ich glaube, jetzt wäre man da schon ein ganzes Stück weiter vorgekommen, denn jetzt ist natürlich, wenn man auf der Straße fragt, ich glaube, die meisten Leute wissen schon. Glaubst du? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Können wir mal rausgehen. Nein, das glaube ich schon, das hat sich ein bisschen, also schon deutlich geändert, weil KI ist ja nun wirklich ein Thema geworden in diesem Jahr und KI ist ja direkt verbunden mit Nvidia. Also, und dann natürlich auch noch die Performance der Aktie, die sicherlich auch Schlagzeilen macht. Wenngleich, man sieht es hier, so ein bisschen ist die Luft raus. Wir hatten eine Korrektur, die auch überfällig war. Aber so Dynamik kommt nicht zurück. Und das ist eigentlich ganz erstaunlich. Wir haben gerade gesehen, Nasdaq 100, Nasdaq Composite auf Rekordständen. Und das ohne Nvidia, das gab es jetzt auch lange nicht mehr. Zeigt aber auch, oder ist auch ein ganz gutes Signal, dass eben der Markt nicht nur abhängig ist von einer Aktie. Mhm. Aber nochmal Nvidia, auch mal Bewertung. KGV liegt bei 35. Und das ist bei einem Wachstum von immer noch rund 50% einfach nicht so teuer, ganz einfach. Du hast eine Grafik mitgebracht zu Nvidia. Genau, da sieht man nochmal die Dominanz von Nvidia im S&P 500, der ja nun bekanntlich 500 Aktien umfasst. Ich glaube, es sind sogar jetzt über 500, keine Ahnung, aber rund 500. Und da sieht man mal ganz interessant, das ist der Anstieg des S&P in diesem Jahr, 15,3%. Das ist der Anstieg von Nvidia, 149% in diesem Jahr. Und von den 15% im S&P machen 4,6% geht nur auf das Konto von einer einzigen Aktie. Und auch Microsoft durch das hohe Gewicht, die ist zwar diesem Jahr nur 19% gestiegen, aber
Das macht auch nochmal 1,35% aus. Also auch der S&P wird dominiert von einigen wenigen Aktien. Und das sind die alten bekannten Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Eli Lilly. Die ist im Nasdaq, glaube ich, jetzt nicht dabei. Weiß ich gar nicht genau. Diese Dominanz der wenigen Werte. Und wie du mich schon gefragt hast, ich glaube, das wird sich im zweiten Halbjahr auch fortsetzen. Es ist nicht so, dass jetzt die Unbekannten kommen. So ein bisschen die Erklärung ist natürlich auch, dass viele Anleger ETFs kaufen und ETFs die Indizes nachbilden und dann wieder gezwungen sind, genau diese Werte wieder zu kaufen. Also das dreht sich so selber in sich rein und daran wird sich so schnell sicherlich nichts ändern. Während hier bei Nvidia so ein bisschen momentan zumindest die Luft raus ist, bei Amazon kam man gestern mal wieder ein neues Allzeithoch gesehen. Ja, das ist erstaunlich. Erstmals über 200 oder sogar genau 200 Dollar. Und da gab es Rückenwind von Mizuho. Die haben die Aktie nochmal zum Kauf empfohlen. Nochmal verwiesen auf das Cloud-Geschäft AWS, das natürlich auch von der KI-Fantasie, ist ja mehr als Fantasie, von der KI-Nachfrage profitiert. Und wahrscheinlich doch stärker wachsen wird, als man vorher gedacht hat. Insoweit spricht nichts dagegen, dass sich auch hier dieser Trend fortsetzt, wenngleich Amazon jetzt auch schon sehr sportlich bewertet ist, auch KGV weit über 30, ich glaube 35, und Amazon wächst ja jetzt insgesamt auch nur noch einstellig prozentual, abgesehen von der Cloud-Sparte. Aber es könnte gut sein, dass diese Bewertungen jetzt keine große Rolle mehr spielen, dass vielleicht jetzt, ich habe ja gesagt, vielleicht gibt es eine Sommerrallye und wenn die Zahlen halbwegs passen, dann sind Bewertungen erstmal so ein bisschen außen vor. Und ein neues Allzeithoch spricht eigentlich immer dafür, dass sich Kursanstiege fortsetzen. Das lockt dann wieder nochmal neue Anleger mit dazu. Ähnliches könnte dann auch für Apple gelten. Genau, aber ein echtes Schwergewicht. Auch Apple hat ja extrem an Dynamik gewonnen, seitdem man diese neue KI-Ausrichtung bekannt gegeben hat. Und das setzt sich einfach fort. Und auch Ähnliches kann man auch hier sagen. Wachstum ist nur noch einstellig. Dafür ist die Bewertung zu hoch. Aber KI überdeckt im Moment alles. Und bei vielen Firmen, und ich finde auch wahrscheinlich zu Recht, das wird sich dann irgendwann zeigen. Aber im Moment ist es einfach so und da spricht nichts dagegen, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Jetzt schon mal zu guter Letzt noch mal auf den deutschen Small Cap eigentlich. Northern Data, da gibt es die Spekulationen, dass die Cloud, die KI Cloud Computing Sparte in den USA an die Börse gebracht werden soll. Was sagst du dazu? Ja, der Blick sagt schon einiges. Genauso habe ich auch geschaut. Also, dass diese Sparte an die Börse kommen soll, kann ja gut sein. Wobei bei Northern Data immer die Frage ist, was von dem, was erzählt wird, auch wirklich stimmt. Da hatte ich so meine persönlichen Erfahrungen mit, dass da einiges dann doch mal nicht so stimmt. Das ist übrigens nur ein Gerücht. Und das Gerücht hat Bloomberg aufgegriffen. Und wie heißt es schon immer, aus gut informierten Kreisen, dass es wohl Gespräche mit potenziellen Bankberatern geben soll, was immer das ist, dass die KI-Cloud-Sparte tatsächlich an die Börse kommen soll mit einer Bewertung, und jetzt kommt es, zwischen 10 und 16 Milliarden Dollar. Northern Data insgesamt ist aktuell 1,6 Milliarden Euro wert. Also fast um den Faktor 10 eine höhere Bewertung als die eigentliche Firma. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Reaktion der Aktie war sehr deutlich, aber jetzt sieht man schon, dass dieses Gerücht vielleicht noch ein bisschen zu wild ist. Grundsätzlich ist es vollkommen richtig, dass Bitcoin-Miner, und Northern Data ist ein Bitcoin-Miner, auch wenn man das lange Zeit bestritten hat, dass Bitcoin-Miner immer mehr KI-Geschäft auf sich ziehen, weil natürlich jetzt auch durch den Bitcoin, durch das Halving die Vergütung nicht mehr so ist, wie sie immer war, und man sucht neue Geschäftsbereiche und gleichzeitig sucht KI Datencenter mit einer hohen Leistung, und die haben die Bitcoin-Miner. Und insoweit ist es schon so, dass die KI-Branche mehr und mehr in Richtung Bitcoin-Miner strömt, und davon profitieren viele Firmen. Ich habe gerade in meinem Report eine neue Firma empfohlen, die davon extrem profitiert, die auch die richtigen Chips schon hat, die man für KI einsetzen kann, nämlich die Nvidia GPUs. Und das ist ein Markt, der sehr interessant ist, weil sich mit dem KI-Geschäft deutlich mehr verdienen lässt als mit dem Bitcoin-Mining. Und wenn man eben die Kapazitäten auslagert und sie weitergibt an die KI-Unternehmen. Und das macht Northern Data auch. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Umfang, aber grundsätzlich ist das eine interessante Geschichte. Nur Northern Data hat schon so oft Sachen versprochen und nicht geliefert. Und dieses Gerücht, wer weiß, wo das herkam. Insoweit halte ich das doch etwas für zu übertrieben. Aber grundsätzlich, Bitcoin-Miner sind hochinteressant. Und wer den besten haben will, sollte mal den Miner-Report sich anschauen, in der neuen Ausgabe. Schreibe ich gleich fertig, ist er drin. Kommt heute noch, neue Ausgabe raus. Ja. Gut, dann kann man jetzt sich da noch anmelden, dann bekommt man den heutigen und alle künftigen genau zugeschickt.
Dann war es das für heute. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen. Gerne. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal gerne wieder. Bis dahin.